Ja, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und wir sind zurück in Tamriel. Ich bin inzwischen ein bisschen weiter, ohne das aufzunehmen. Das hat verschiedene Gründe. Es war gestern Abend so schwierig, auf diesen Server zu kommen. Als ich es dann endlich geschafft hatte, lief natürlich OBS noch nicht. Weil ich erstmal nur gucken wollte. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf, jetzt zocke ich einfach eine Runde. Das heißt, wir haben jetzt Stras und Kai abgeschlossen. Das ist aber alles nur Vorgeplänkel. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es hier einmal eine Hauptgeschichte gibt und einen Prolog. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, weil normalerweise erinnere ich mich an den anderen Einstieg in das Spiel. Ich weiß nur nicht genau, wo ist die? In Wegesruh. Und dieser Typ hier, der ist überall. Durchsturz. Die sind halt immer in den Hauptstädten. Ich weiß nicht, was wir jetzt zuerst machen sollen. Also hier können wir jetzt nach Durchsturz mit dem Schiff. Ja, ich denke, ich soll mit der... Genau. Also ich habe hier... wir sind jetzt hier auf Betnik. Das ist eine andere Insel. Die ist von den Orks besetzt. War ursprünglich bretonisch. Also mein Volk. Und hier waren aber Blutdornen, die hier die Orks angegriffen haben und ein altes Relikt gesucht haben. Das haben wir gefunden und zerstört und deswegen mag die uns jetzt nicht mehr. Ich habe mir geschworen, niemals wieder mit euch auf einem Schiff zu reisen. Aber Häuptling Tatskoll hat mich gebeten, euch nach Glen Umbra zu bringen und das werde ich tun. Genau, den habe ich. Das war nämlich die Aufgabe. Wir sind ursprünglich hergekommen, um den dazu zu bringen, dem Durchsturzbündnis beizutreten. Das hat er auch gemacht. Und am Ende musste ich mich entscheiden, ob ich dieses uralte Aleiden-Relikt zerstöre oder ob ich es quasi behalte, damit die das hier für den Kampf einsetzen können. Ich hielt es aber viel zu gefährlich. Deswegen habe ich es zerstört und deswegen kann die mich jetzt nicht mehr leiden. So. Nur aus Respekt für den Häuptling und zum Wohl der Allianz, nicht euretwegen. Seid ihr bereit zu gehen? Ja. So, und Glen Umbra ist, wenn mich nicht alles täuscht, willkommen in Durchsturz. Die Hauptstadt vom Durchsturzbündnis, dem wir angehören. So, und jetzt gehen wir hier, sprecht mit der verhüllten Gestalt, das ist die Hauptquest. Genau. Und dann machen wir die jetzt mal. Und ich werde gucken, dass ich für euch die Hauptquests aufnehme und den Rest, so die Nebensachen, mache ich dann halt selber. Genau nach euch suche ich. Ist das so? Ihr da. Ich überbringe eine dringende Nachricht vom Skaldenkönig. Ja, Jorun, Großkönig des östlichen Himmelsrand. Er betonte ausdrücklich, dass ihr es sein müsst, auch wenn er mir nie verraten hat, warum. Okay. Er hat in diesen Dingen ein besonderes Gespür, schätze ich. Wie dem auch sei. Er will, dass ihr euch mit seiner besten Kriegerin trefft, um ihr bei einer dringenden Angelegenheit zu helfen. Mhm. Nur, dass sie in der Stadt auf euch wartet, bei der Kriegergilde. Es ging um irgendein Komplott. Das nicht nur Himmelsrand, sondern womöglich ganz Tamriel bedroht. Werdet ihr mit der Kriegerin des Skaldenkönigs sprechen? Ja, ich rede mit der, aber ich wollte eigentlich zuerst woanders hin. Nein, hier wollte ich hin. Hier müssen wir hin. Sprecht mit der verhüllten Gestalt. Und wo sind wir hier? Sir Lannis Sheldon. Glen Umbra. Wir gehen zuerst zu der verhüllten Gestalt, damit wir endlich mal hier die Story irgendwie anfangen. Auch für mich inhaltlich. Also ich habe natürlich so grundsätzlich noch eine Idee davon, worum es hier ging. Nämlich diesen Molag Baal zu besiegen. Aber es wäre halt schon auch nett, das mal nochmal aufgefrischt zu bekommen. Hier werden wir gleich komplett überrannt werden mit diesen Aufgabenzeichen. Arbeit, Arbeit, Arbeit.
so. Ne, ich rede mit dir jetzt nicht. Habt ihr einen Augenblick? Nee, guck dir das an hier. Ich war nämlich schon mal mit einem größeren Charakter in so einer Stadt kurz. Und da war alles voll mit diesen Symbolen. Hier müssen wir hin. Hier ist die verhüllte Gestalt. Hallöchen. Ich grüße euch. Mein Gönner möchte mit euch über eine Angelegenheit sprechen, die Einfluss auf das Schicksal unserer gesamten Welt nehmen könnte. Aha. Wenn mein Gönner wünschte, die Einzelheiten offen zu besprechen, weshalb hätte er dann eine Botin schicken sollen? Die Sache ist nur für eure Ohren bestimmt. Oho, wohl an denn. Mein Gönner wartet ganz in der Nähe. Trödelt nicht. Sprecht mit dem Gönner. Hier dann so. Bist du der Gönner? Ach du je. Hervorragend. Jetzt wäre ich verschleppt. Stimmt, ich bin ja ein Seelenloser. Diese verdammten Elfen. Au! Was jetzt? Der wehklagende Kerker. Tamriel war einmal. Genau daran erinnere ich mich. Hier fängt man normalerweise das Spiel an. Okay, cool. Oh, ich will's. Kleine Maus. So. Oh, hallo. Geht es euch gut? Na ja, geht so. Stimmt, das war ja die... Genau, ihr werdet ihn brauchen. Die Tochter eines Riesen muss und der einer Kümmerling des Wurfs gewesen sein. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Ich habe meine Dieser Waffe Ort immer ist bereit. Voller Überraschungen. Bleibt in Bewegung. Es sind noch mehr Daedra auf dem Weg. Und wie ihr unten seht, habe ich inzwischen auch ein paar neue Skillpunkte verteilt. Ich bin aber immer noch am Austesten, was für mich so eine beste Kombi ist. Ich möchte gern Fettschaden raushauen. Ich will halt gern autark sein. Bleibt in Bewegung. Nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß, wie geil das aussieht, oder? Lasst uns gehen. Das Spiel ist über 10 Jahre alt. Ich meine, es ist kein Cyberpunk, aber ich finde es mega schick. Die Beleuchtung, alles so richtig geil gemacht. Klar, hier gibt es keine Staubpartikel, aber mein Gott. Okay. Verschwinden wir von hier. Der Prophet. Klar. Seid Ach, gegrüßt. Hier. Wie an ihr erinnere bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Es ist ja ein ewiges... Einen Moment. Kommt her. Ein Kreiselgerette. Wir müssen reden. Na, dann stecke ich hier mal mein Dings weg. So. Der Prophet. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Aha, ich bin halt was Besonderes. Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Okay. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Warum ist der Ton jetzt gerade so merkwürdig anders geworden? Seltsam. Wer sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet.
Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Okay. Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Okay, ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Aha. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Alles klar. Wo sind wir hier? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Ha. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Was? Aber wie können wir denn... Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Aha. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Arschloch! Ein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch eine Seelenberaubte. Ha! Also habe ich nichts mehr zu verlieren? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Okay. Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Alles klar, na dann. Wir sollten weitergehen. Machen wir doch. Guck hier, gehen wir hier durch. Ich kann dem nichts tun. Ach doch, jetzt. Das Ding ist irgendwie mir ein Rätsel nach wie vor, weil ich nicht so wirklich glaube, das macht dann Heilung, dieser Kreis. Gut gemacht, meine Freundin, bei Arkais Bart. Aber in dafür, dass Kampf seid ihr einiges wert. Dafür, dass es die Masterfähigkeit ist. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch. Nicht viel Schaden. Was gibt's hier? Würmer. Lecker. Er weiß von unserer Flucht. Naja, und? Ist sie jetzt hier schon durchgelaufen, oder was? Vernichtet einen Kalthafen. Ich kann den jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn ablenken. Genau, an diesen Ort hier erinnere ich mich. Gleich euer Name? Zielübung? Schweinefleisch, lecker. Ach, hier das Rad der Schmerzen aus Konen. Oder Rad der Qualen, wie heißen die Dinger? Wer seid ihr? Ihr seid hier angekettet. Okay. Hier ist ein bisschen was dazugekommen. Die Loot hier von der Brücke, die kenne ich nicht. Ach so, du bist böse. Wunderbar. So, das ist nichts. Wir müssen hier hoch. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Letzte, was wir brauchen können, ist, dass man uns wieder einfällt. Ich halte Wache. Ja, halte du Wache. Ich versuche nicht aufzufallen.
Aber ich glaube nicht, dass ich mich vor dem verstecken kann. Und den sollen wir jetzt töten? Was mache ich jetzt damit? Achso. Das war ja einfach. Erreiche die Zelle. Wenn der geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Okay, na dann. Komm schnell. Schnell. Husch, husch, husch. Hier ist echt unfassbar viel los, ey. Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Okay, und jetzt? Sprecht mit Lyris. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Catwell! Catwell ist der Älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. No, machen wir doch. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen sodann. War's das schon? Schade, ich dachte, er singt noch ein bisschen weiter. Catwell! Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ganz hervorragend. Sir Catwell. Ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Zellen des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Oh je, oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Aha. Eine sehr viel malerische Route. Okay. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Klingt spaßig. Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Okay, wo ist der Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Machen wir. Dankeschön. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Erzählt mir doch mal von euch. Da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gewese von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Wie lange seid ihr schon da? Schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Okay, und woher kennst du Lyris? Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheogorats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist dann aber doch zu hoch. Was wisst ihr über den Propheten? Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jahre haben es nicht gut mit ihm gemeint.
Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Tja, glaubt ihr nicht, dass es einen Weg nach Hause gibt? Darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Naja, schauen wir mal. So, wir müssen dem Fluss folgen. Blackwell hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Wir sind immer vorsichtig. Ach was? Ach, hier lernt man das, wa? Okay. Ja, aber dann ist ja blöd, dass das Spiel einen nach... Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Erstmal in die Region schickt, bevor man hier die Einleitung in die Geschichte macht. Das ist irgendwie seltsam. Aber naja, gut. Das ist vielleicht für die Spieler, die das schon tausendmal gemacht haben, die Einleitung nicht mehr machen wollen. So, wir müssen... Sucht nach der Zelle des Propheten. Oh, da ist jemand. Kommt und holt es euch, ihr skäbigen Horker! Also wir müssen hier irgendwie... Das ist wie so ein Labyrinth. Da müssen wir hin. Die stehen dann erst auf. Ich verstehe. Ist noch einer. Also diese Masterfähigkeit, die ist irgendwie seltsam. Nutzlos. Aber ich habe noch eine andere, die ich ausprobieren kann. Da ist eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, es macht gar keinen Schaden, doch macht's. Ich brenne. Oh Gott. Ich brenne immer noch. Hör mal auf, jetzt gehen wir hier durch. Mach doch mal hier nicht so eine Faxen. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Ja, ist er. Wir haben nicht viel Zeit. Da ist er. Und warum? Was soll man denn machen? In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein. Nur laber nicht so viel, wir haben keine Zeit. Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Aha. Ich komme nicht mit euch. Warum nicht? Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Aber das sieht nicht gerade sehr gemütlich aus. Gibt's keinen anderen Weg? Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es. Aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Okay, ich bin sobald bereit. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht. Aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Aha, meine Augen kriegt er aber nicht. Ich kann für ihn gucken, aber...
Was die sich antut, ey. Wow. Jetzt hängt die da drin. Freiheit. Ich erinnere mich an das Gefühl. Aber es wird nicht lange andauern, wenn Molag Bar seinen Willen bekommt. Zu welchem Preis? Außerdem, eigentlich kriegen wir ihre Geschichte doch noch erzählt. Ich bin verwirrt. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelte. Entseelte? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Eine Seelenlose. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aha. Warum nannte Lyris euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt. Wir müssen uns zum Anker sputen. Anker? Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. Okay. Die Stufen hinauf, schnell. Wir müssen zum Ankerplatz. Na komm. Ich brauche aber hier noch ein bisschen. Ein bisschen Stöberitis. Tschüss, Lyris. Mach's gut. Bis vielleicht irgendwann mal. Bist du da, alter Mann? Da ist er. Der Ankerplatz der dunklen Anker. Bezwingt das Kind der Knochen. Das da? Oh je. Die Sterbliche meint sich mir widersetzen zu können. Ich denke, ich bin nicht sterblich. Bald wird eure Welt in meinen Ketten. Komm, ich werde euch beschützen. Okay, das ging schnell. Einen Moment, Entseelte. Was ist los? Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Eine Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Alles klar. Scherbe von Aetherius. Kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Ist das hier? Ah, schnell, nehmt die Himmelsscherbe. Zack, bumm, plops. Und jetzt? Erhöre meine Stimme, Akatosh, Drachengott der Zeit. Ich brauche, öffne das Portal. Lass diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Lass Molag Bal nicht seinen Willen. Heilung, wir müssen jetzt gehen. Dann gehen wir.
Okay. Die Entseelte erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Aha. Ich bin in einer Stadt der Industrie, wo die Leute unter dem Mantel von Andeutungen und Schmeicheleien Ränke und Intrigen schmieden. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Okay, wie lange war ich bewusstlos? Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Okay, was soll ich jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris, ihr mutiges Opfer, zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Dann werde ich euch wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Seid auf der Hut, Entseelte. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bahl legt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Okay, wohin soll ich gehen? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Das ist schwierig für die Aufnahme. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Wo bin ich denn? Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Wem sollte ich mich anschließen? Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustemmen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Okay. Ach, das ist stillen. Wo bin ich denn hier? Hundingshafen, hier waren wir doch schon. Jetzt sind wir hier wieder. Okay, wir hätten das vorher machen sollen. Das ist ja blöd, dass man da so doof ankommt in dem Spiel. Na, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich diese Einführung nicht gemacht hätte. So, aber hier sind wir ja durch, genau. Und jetzt schickt er uns... Jetzt gibt's keine Hauptquest mehr. Doch hier. Findet die Kriegerin. Ach, das gehört hier dazu. Aber dann müssen wir doch zuerst die hier machen, oder? Prolog, die fehlende Prophezeiung. Ein Orakel Asuras namens Rhea irgendwas braucht meine Hilfe. Eine arglistige Macht hat sich verschworen, um ihren Orden und vielleicht ganz Tamriel zu zerstören. Der Brief weist mich an, Rhea in Wegesruhe in einem Gasthaus namens Trübe Neige zu treffen. Ich sollte dorthin gehen und mit ihr sprechen. Okay. Wegesruhe. Wie komme ich da hin? Gibt es hier schon einen Schrein? Nee, hier gibt es einen Hafen. Und hier können wir hin. Okay. Also eigentlich fehlt noch, dass wir auf dieser anderen Seite... Da seid ihr ja. Keine Sorge, nur ihr könnt mich sehen. Kommt, okay. Wir müssen reden. Also holt da uns ab. Da seid ihr ja, Entseelte. Wir müssen sofort reden. Hört gut zu. Ich habe eine sichere Zuflucht gefunden, von der aus wir unser weiteres Vorgehen planen können. Ihr müsst mich dort treffen. Okay, wo ist das? Ich bin in einer Stadt der Bretonen erwacht. Die Luft war schwer vom Duft von frischem Brot. Pferden und Intrigen. Dolchsturz. Die Zuflucht ist in einer verlassenen Höhle außerhalb der Stadt. Okay, ich werde euch dort treffen. Dolchsturz. Aber ich... Keine Quests annehmen. Das machen wir alles später. So, jetzt müssen wir erstmal hier den Aufstieg machen. Okay.
So. Wie komme ich denn nach Dolchsturz? Hier. Bin da schon. Da. So, ich habe inzwischen auch ein Pferd, wie man sieht. Also das Pferd hatte ich schon, aber ich habe jetzt diese Reitfähigkeit. Achso, apropos, ich kann ja hier... War das hier? Hier war doch gerade ein Reitstall. Nein, hier war doch gerade ein Reitstall, oder habe ich mir das eingebildet? Hier unten. Man kann nämlich das Pferd nur einmal am Tag verstärken. Also alle 24 Stunden. Und deswegen sollte man das auch regelmäßig machen. So, obwohl wir können... Achso. Ja, wir können eigentlich laufen. Dann können wir uns hier ein bisschen umschauen. Schon schick, oder? Also ich fand das damals schon genial. Auch diese Geschichten überall. Es ist halt mit so viel Liebe. Ich weiß nicht, wie es nach hinten raus inzwischen ist, aber... Überall ist irgendwas, so wie man es halt kennt. Warte mal, ich wollte zu... Hier, zum Pferdemann. Hier war doch gerade eine Hauptquest. Der hier. Warte mal. Wo ist der Pferdemann? Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Meine Traumvision entsprach der Wahrheit. Ihr seid... Hier. Meine Pferde sind echte Schön. Genau. Mach mal Geschwindigkeit. Oder alle 16 Stunden. So. Zu der Zuflucht. Da hinten raus. So, ich rede mit euch allen jetzt nicht, weil das denkt mich nur ab. Wo ist er denn? Ich muss noch die andere Seite von diesem... Hier besser. Ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? Aha. Ich meine, dass so viel los ist, ist ja gut. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Dann finden wir auf jeden Fall schneller Gruppen für die Dungeons. Aber in den Städten ist halt vor allen Dingen an den Reiseschreien, da ist halt, dann kommst du an und bist erstmal so völlig, wo bin ich denn überhaupt? Es ist auf jeden Fall alles überarbeitet worden, ne? Ich meine, klar, die Texturen sind, ne? Aber trotzdem, ich finde, es ist echt mega gut gealtert. Hallo? Willkommen in der Zuflucht, Entseelte. Dieses Heim ist so bequem, wie es sich eine alte, ausgetrocknete Haut wie ich nur wünschen kann. Okay, wie habt ihr es gefunden? Trotz meiner Blindheit. Nein, gerade ihretwegen sind meine anderen Sinne umso schärfer. Dieser Ort hatte einfach den richtigen Geruch. Okay. Okay, als ihr mir in Kalthafen zum ersten Mal erschienen seid, spracht ihr von meinem Schicksal. In der Tat. Doch wir sollten nichts überstürzen. Ohne das Wissen darum, welchen Weg wir zu beschreiten haben, wird uns jede Straße nur ins Nichts führen. Ehe wir also unser Schicksal wirklich begreifen können, müssen wir uns erst mit der Vergangenheit beschäftigen. Eine Geschichte. Gewissermaßen. Ich lade euch dazu ein, in meinen Geist einzutauchen und mit mir durch Visionen der Vergangenheit zu wandeln, damit ihr die Ereignisse versteht, die uns zu dieser Zeit und zu dieser Stunde zusammengeführt haben. Machen wir.
Kommt in meinen Verstand, Entseelte, und geht mit mir durch die Schatten vergangener Ereignisse. Und immer alle Bücherregale anschauen. Folgt mir, Entseelte. Das ist das, was ich meine. Ereignissen, die dieser Krise vorausgegangen sind. Meine Geschichte begann, als ich auf den Stufen der Abtei der Mottenpriester ohne Erinnerung an mein voriges Leben erwachte. Die Mottenpriester haben mich bemitleidet und in ihren Schoß aufgenommen. Ich war schwach und dem Tode nahe. Hä? Dort habe ich das erste Mal die Schriftrollen der Alten gesehen und mein Leben ihrer Erforschung verschrieben. Ach, die Schriftrollen erlaubten es mir, das Gewebe der Wirklichkeit zu sehen. Aber jeder tiefere Einblick hat meine Sehkraft geschwächt und mich blind dem Licht der Welt gegenüber werden lassen. Oh, ja. Hast also wie Lyris einen hohen Preis gezahlt. Wow. Okay. Die Prophezeiungen der Schriftrollen der Alten sind etwas Fließendes, Lebendes. Sie stehen nicht fest. An vielen Punkten in der Geschichte wurden sie durch die Taten von einzelnen heroischen Sterblichen umgeschrieben. Ich denke, ich bin nicht sterblich. Ich denke, ich bin tot. Ich weiß nur, dass ihr wichtig seid, Entseelte. Die Schriftrollen haben mir lediglich enthüllt, dass euer Schicksal eng mit dem der fünf Gefährten verwoben ist. Die fünf Gefährten sind eine Gruppe von Abenteurern, die einst nach einem Artefakt suchten, das man das Amulett der Könige nennt. Sie hofften darauf, dieses Artefakt einsetzen zu können, um Akatosh, den Drachengott, davon zu überzeugen, ihren Anführer als ein Drachenblut anzuerkennen. Drachenblut? Jene von Drachenblut sind Sterbliche, denen Großes vorherbestimmt ist und durch deren Adern das Blut der Drachen strömt. Es heißt, nur ein wahres Drachenblut könne die ewigen Drachenfeuer der Kaiserstadt entzünden. Das können wir doch irgendwo her, ne? Wer waren diese Anführer? Aquilarius. Der Sohn eines kolovianischen Herzogs, der eine Rebellion gegen Kaiser Leovig anführte und ihm die Krone entriss. Doch Waren war kein wahres Drachenblut, wie jene, die auf dem Rubinthron sitzen, es gemäß der Traditionen zu sein haben. Aha, sondern? Ihr habt schon genug Geschwätz von diesem alten, blinden Narren gehört. Es ist an der Zeit, dass ihr die fünf Gefährten selbst trefft und Zeugen ihres Schicksals werdet. Mhm. Die erste Gefährtin, Lyris Titanenkind, Tochter der Riesen, war die mächtigste Kriegerin im Dienste des Kaisers. Dann Abnur Tan, ein mächtiger Zauberer und Großkanzler des kaiserlichen Ältestenrats. Der Schwertmeister der Rotwardonen, Sais Sahar, Anführer der kaiserlichen Drachenwache. Der Kaiser Waren Aquilarius, der versuchte, die Drachenfeuer zu entfachen und daran scheiterte. Und schließlich Manny Marco, der Verräter, der König der Würmer, ein mächtiger Nekromant und euer Scharfrichter. So. Ich brauche das gerade, ihr Lieben, ein bisschen Lore für meine Seele. Dies waren die fünf Gefährten, die sich von der Kaiserstadt aus auf eine große Suche begeben haben, um das verlorene Amulett der Könige zu bergen. Wie hätte das Amulett der Könige Waren in ein Drachenblut verwandeln können? Manimako hatte Waren überzeugt, man könne das Amulett einsetzen, um ein Ritual durchzuführen, das die Drachenfeuer wieder entzünden würde. Er behauptete, dies würde Akatosh erfreuen und ihn so davon überzeugen, Waren als ein Drachenblut anzunehmen. Aha. Warum sollte Waren ein Drachenblut Laut werden? Laut der Tradition kann nur ein Drachenblut Anspruch auf den Rubinthron erheben und als der eine wahre Kaiser von der Götter Gnaden herrschen. Waren eroberte Cyrodiil und riss den Thron an sich. Doch solange er kein Drachenblut war, musste er befürchten, dass man seinen Anspruch in Frage stellen würde. Aha, okay. Okay, erzählt mir von Manny Marco. Manny Marco, der Verräter.
der große Feind, der mächtigste Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Die Verderbnis seines Wurmkults reicht bis in den hintersten Winkel Tamriels. Er war es, der Waren überzeugte, jenes Ritual durchzuführen, dessen Zeugen ihr gleich werdet. Okay. Erzählt mir von jeder der fünf Gefährten wurde wegen seines Muts und seines Geschicks ausgewählt. Und jeder von ihnen nahm eine bestimmte Rolle innerhalb der Gruppe wahr. Über wen wollt ihr mehr erfahren? Über Lyris. Lyris habt ihr bereits getroffen. Sie ist eine Nordkriegerin aus den vereisten Landen Himmelsrands hoch im Norden. Man sagt, in ihrem Stammbaum ließen sich echte Riesen finden. Waren erkor sie wegen ihrer Kraft und ihrer Treue zu seiner persönlichen Leibwächterin. Okay. Und Sahan stammt aus einer langen Ahnenreihe von adligen Schwertmeistern der Rotwardonen. Er war der Anführer der Drachengarde, der Leibgarde Warens und des Ältestenrats. Während Lyris als Warens Leibwächterin diente, fiel Sai die Aufgabe zu, die Gruppe als Ganzes zu beschützen. Die zwei Namen kenne ich noch. Die Tarns sind eine der einflussreichsten Familien Cyrodiils. Abnur, ihr Patriarch, ist der Anführer des Ältestenrats. Ein mächtiger Kampfmagier und ein gerissener Politiker. Dank seines Rats war es Waren einige Jahre zuvor gelungen, den Kaiserthron an sich zu reißen. Okay, ich habe genug über diese drei gehört. Was ist mit Mani Marco, der Verräter, der große Feind, ach, der mächtigste Nekromant. Was geschah, es kam zu einer Katastrophe, Krieg und Pestilenz. Die Welt wurde in die Knie gezwungen. Nun schaut gut zu und seht selbst, wie der Hochmut eines einzigen Mannes die größte Bedrohung erschuf, der sich unsere Welt jemals stellen musste. Ach du je, es ist immer ein Idiot. Da ist sie, die Feuerschale des Drachenfeuers. Mani Marco, seid ihr sicher, dass das funktioniert? Es wird funktionieren, mein Lehnsherr. Das Amulett der Könige wird die Drachenfeuer neu entfachen und für euren rechtmäßigen Platz als Kaiser sorgen. Ich gebe euch mein Wort. Es sollte besser funktionieren, Mani Marco, oder euer Nacken wird mit meiner Axt Bekanntschaft machen. Mein Herr, würdet ihr eurem Halbriesenhaustier bitte einen Maulkorb anlegen? Sie nervt. Genug, ihr beide! Wir sind hier, um den rechtmäßigen Anspruch meines Herrn auf den Rubinthron zu sichern. Abnur, beginnt mit dem Ritual. Ich muss ein Schicksal erfüllen. Beim Licht der Drachenfeuer beanspruche ich meine rechtmäßige Abstammung. Bei den Feuern der Erschaffung lasst mich neugeboren werden. Beim Willen Akathoshs nenne ich mich Drachenblut. Okay, wird verschlungen. Parnak Filarius, ihr seid kein Erbe Alessias. Ihr werdet für euren Frevel zahlen. Der Schleier zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens reißt und trennt sich auf. Was ist los? Der Himmel öffnet sich. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ah! Oh nein, alle sterben. Was bedeutet das? Mani Marco, was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Narren, der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und dieser Welt wurde zerrissen. Mein Meister Molag Bal ist frei und kann Tamriel für sich beanspruchen. Akathosh, vergebt mir. Seid gnädig mit unseren Seelen. Hier gibt's nichts zu vergeben. Ihr wart gierig. Und wir alle zahlen den Preis dafür. Das Ritual zerriss den Schleier zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens. So konnte Mani Marco damit beginnen, die Seelen zu rauben, die sein Meister für die dunklen Anker und den Beginn der Ebenenverschmelzung brauchte. Was ist schiefgelaufen? Akathosh schenkte Alessia das Amulett der Könige als Symbol seines Bundes mit Nirn. Solange sich das Amulett in der Obhut von Alessias Erben befand und die Drachenfeuer brannten, war Tamriel vor den Daedra geschützt. Ach, okay. Mani Marco brachte Waren durch eine List dazu, den Bund zu brechen. Und so zerriss der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn. Die Schriftrollen der Alten nennen dieses Ereignis den Seelenbruch. Es verschaffte Molag Bal die Möglichkeit, die Seelen Nirns von ihren Leibern zu trennen. Was ist mit den anderen Gefährten geschehen? Waren ist verschwunden. Inmitten dieses Chaos nahm Sai-Sahan das Amulett der Könige an sich und flüchtete. Lyris wurde von Mani Marco gefangen genommen und nach Kalthafen in das Reich von Molag Bal gebracht.
Was ist mit Admiral Tarn und Manny Marco? Tarn ist weiterhin Kanzler des Ältestenrats. Und seine Tochter Clivia herrscht jetzt als kaiserliche Regentin. Doch die wahre Macht liegt in den Händen Manny Marcos und seines Wurmkults. Wie seid ihr in Kalthaken gelandet? Als ich die Wahrheit über die fünf Gefährten herausfand, stellte ich ein paar unauffällige Nachforschungen an. Doch anscheinend waren sie nicht unauffällig genug. Manny Marco erfuhr von meinem Interesse und entführte mich. Er brachte mich nach Kalthafen, wo ich ein Gefangener blieb, bis ihr mich befreit habt. Okay. Sie sahen euch als Bedrohung. Die Wahrheit ist stets eine Bedrohung für jene, die Böses tun. Manny Marco fürchtete, ich würde seinen Verrat aufdecken. Und wenn bekannt werden würde, wie verwundbar Nirn ist, könnte dies die Intrigen seines Meisters bedrohen. Molag Baal macht keine halben Sachen. Begleitet mich ein Stück. Okay. Wir schauen uns die Lore jetzt an. Zeit stand geschrieben, solange das Amulett der Könige von Alessias Erben getragen wird, wäre Tamriel vor den Mächten aus dem Reich des Vergessens sicher. Aber der Seelenbruch hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen und verschaffte Molag Baal die gewünschte Gelegenheit. Tja. Molag Baals dunkle Anker durchdringen den zerrissenen Schleier und wollen Nirn in die tiefen Kalthafen ziehen. Diese furchtbaren Werkzeuge der Zerstörung sind überall in Tamriel aufgetaucht. Das war schon sehr krass, als man das erste Mal gesehen hat. Mit diesen Ankern. Da kommen die Bösewichte raus. Wenn der Herr der Gewalt und Unterwerfung erfolgreich ist, wird er unsere Welt und seine in einer furchtbaren Ebenenverschmelzung zusammenfügen. Nur wenige werden diese Tortur überleben. Die Überlebenden werden für alle Ewigkeit versklavt sein. Ha. Genau, was wollte ich sagen? Wir gucken uns die Lore jetzt an, weil die Namen immer wieder auftauchen werden. Ne? Hier die Lyris, der Sai-Sahan, Manny Marco und diese alle. Und so fällt es an euch, Entseelte. Wir müssen Molag Baal und seine dunklen Anker aufhalten oder unsere Welt ist verloren. Oh nein. Und jetzt scheint die Geschichte uns eingeholt zu haben. Sollen wir zur Zuflucht zurückkehren? Ja, ich bin bereit. Wie ihr wünscht. Weil irgendwie müssen wir die alle hier versammeln. Die ganzen Leute. Und so begann es. Der Rest der Geschichte muss erst noch geschrieben werden. Jetzt ist es eure Geschichte. Okay, ihr habt mir einiges zu denken gegeben. Und es gibt noch viel zu tun. Doch eines solltet ihr wissen. Diesen Weg müsst ihr nicht alleine gehen. Okay, was ist also unser nächster Zug? Wir müssen stärker werden und zahlreicher. Ihr werdet mehr brauchen als die Begleitung eines blinden alten Mannes, um den Lauf der Geschichte zu ändern. Wir müssen unsere eigene Gruppe von Gefährten um uns scharen. Das erste Mitglied habt ihr bereits getroffen. Lyris. Lyris opferte ihre Freiheit, um uns die Flucht zu ermöglichen. Sie ist noch immer in Kalthafen gefangen. Ich muss ihren genauen Aufenthaltsort ausfindig machen, wenn wir sie retten wollen. Das wird Zeit brauchen. Was soll ich in der Zwischenzeit tun? Manny Marcos Handlanger weben ein Netz aus Lug und Trug. Sie hetzen die Völker Tamriels aufeinander und lenken ihre Aufmerksamkeit von der wahren Bedrohung ab. Sucht diese Handlanger auf, wo immer ihr sie findet. Und deckt dann ihre Lügen auf. Jawohl! Vergebt mir. Es hat mir doch einiges abverlangt, euch Einlass in meinen Geist zu gewähren. Ich muss mich ausruhen. Ich werde zur rechten Zeit wieder Kontakt mit euch aufnehmen. Möget ihr bis dahin im Licht wandeln, Entseelte. Alles klar. Okay, naja, dann würde ich vorschlagen, immer wenn er mich ruft, nehme ich auf und alles andere mache ich so. Oder ich nehme mal was Größeres irgendwie auf, eine größere Dungeon oder so. Weil ich glaube, mit ihm kommen wir dann auch eher mal an größere Kämpfe ran. Und die Geschichten sind wirklich gut erzählt. Insofern machen wir hier so eine kleine Storyline draus. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, ich guck mal schnell, wie lange ich schon aufnehme, aber ich denke, das ist schon wieder mal schon. Ja, schon wieder eine Stunde. Das geht immer so schnell. Okay, ihr Lieben.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich glaube, so machen wir das. Wir erzählen einfach mal die Geschichte hinter The Elder Scrolls Online. Warum tun wir das alles hier? Wofür tun wir das alles hier? Und ich nehme mit euch immer wieder mal die Story auf. Ja, ich glaube, das wird ganz cool. Also dann, lasst euch gut gehen. Bis dahin. Bye-bye. Macht's gut.